In fast ganz Deutschland hat es in den vergangenen Stunden, in der vergangenen Nacht geschneit. Auch hier in Berlin liegt inzwischen eine geschlossene Schneedecke. Schnee und Eis behindern fast überall den Verkehr. Dabei beginnt der morgendliche Berufsverkehr erst in den nächsten Minuten, in der nächsten Stunde. Bereits in der Nacht gab es zahlreiche Unfälle. Mindestens zwei Autofahrer kamen ums Leben. Einer davon bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Rot am See und Blaufelden. Der Fahrer im anderen Wagen überlebte den Unfall mit schweren Verletzungen. Besonders dramatisch ist die Lage in der Mitte Deutschlands. Im Taunus in Hessen gab es über 20 cm Neuschnee. Dort musste die Feuerwehr sogar den Rettungsdienst befreien. Hunderte Pkw und Lastwagen blieben liegen. Einige Autofahrer mussten im Auto sogar übernachten. Ja, damit sage ich ein verschneites guten Morgen zu Anna-Marleen Hove in Schwalbach bei Frankfurt. Worauf müssen sich denn die Autofahrer im beginnenden Berufsverkehr heute einstellen? Also vielleicht die gute Nachricht vorweg. Gerade aktuell erlebe ich hier vor Ort Tauwetter in den niederen Lagen. Hier unten bei Schwalbach in der Nähe zu Frankfurt. Da setzt es ein, dass der Schnee langsam schon wieder verschwindet. Aber du hast es angesprochen, im Taunus oben in den höheren Lagen, da sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Und die kalten Wettertemperaturen, die auch heute noch anhalten, sorgen dafür, dass dort der Schnee erstmal liegen bleibt. Gestern Abend wurden ja teilweise mehrere Landstraßen und auch Bundesstraßen gesperrt. Die Zufahrt in den Taunus hoch teilweise gar nicht mehr möglich. Dafür war auch unter anderem der Grund, dass Bäume einfach umgeknickt sind, unter der Schneelast zusammengebrochen sind und das natürlich eine erhebliche Gefahr für Autofahrer darstellt. Die Feuerwehr und die Polizei, die sind auch heute Morgen in vollen Einsatzkräften unterwegs, haben alle Hände voll zu tun, um die Straßen für die Autofahrer sicher zu machen. Es sind hunderte Räumfahrzeuge unterwegs, um die Straßen frei zu machen. Also ein Fazit zum Berufsverkehr ist, wer in den niederen Lagen wohnt und fahren muss, der hat heute Morgen tatsächlich gute Chancen. Wer in den höheren Lagen unterwegs ist, der sollte vielleicht schauen, dass man sich etwas später zur Arbeit losmacht. Anna-Marleen, gestern ja bereits die Lage in Hessen chaotisch. Da gab es Schüler, die mussten in der Schule übernachten, Autofahrer, die in ihren Fahrzeugen feststeckten. Sind denn Polizei und Rettungskräfte insgesamt heute möglicherweise etwas besser aufgestellt als überraschenderweise in den ersten Stunden dieses beginnenden Winters? Also muss man vielleicht fairerweise sagen, dass Polizei und Rettungskräfte generell schon gut aufgestellt waren. Und man spricht hier wirklich von einem einbrechenden Winterchaos, wo man nicht viel mehr hätte tun können von Seiten der Einsatzkräfte. Denn der Schnee kam, er war zwar angekündigt, aber kam in den Massen und vor allem in den niederen Lagen dann doch deutlich überraschender, als man es erwartet hatte. Und das sorgte halt eben dafür, wir müssen ja mal überlegen, dass es auch noch der erste Schnee dieses Jahr ist. Der ist sowieso mal ein heikles Thema auf den Straßen. Sorgt ja dann generell schon immer für sehr viel Chaos. Also Polizei und Rettungskräfte waren hier auch schon seit den frühen Morgenstunden unterwegs und haben versucht, ihr Bestes zu tun. Aber natürlich hat man hier die Probleme, diesen Schneemassen entgegenzuwirken, sodass dann eben auch Autofahrer teilweise in den Autos schlafen mussten und auf der Straße eingeschneit wurden. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.